Hallo und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Ja, ihr wartet jetzt hier auf Let's Play FIFA 21 auf den Player Career Mode. Aber ich habe mich entschieden, diesen Career Mode jetzt hier zu beenden. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, zum einen ist der Player Career Mode nicht wirklich so spannend, dass man den auf Dauer irgendwie ziehen kann. Und dann habe ich mich zum anderen ja auch völlig verdattelt. Ich hatte einen schottischen Nationalspieler, Chris Thomas, erschaffen. Ja, und beim Erstellen des Charakters habe ich mich dann da völlig vertan. Es ist also ein deutscher Nationalspieler geworden. Aber okay, das ist nur eins der Themen. Das zweite ist einfach, dass es unfassbar viele gute Kanäle gibt, die FIFA 21 Career Mode machen mit sehr, sehr guten Ideen. Ja, und habe ich mich einfach entschieden, das Ganze dann hier nicht weiterzuführen. Das heißt aber nicht, dass ich mit FIFA 21 aufhöre. Das nicht, denn die Sendung hier heißt ja Finish but not the end. Ich werde FIFA 21 weiterspielen in einem etwas anderen Format. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich das in Form einer TV-Sendung machen möchte. Ich werde also quasi die aktuelle Bundesliga-Rückrunde, also ab dem 18. Spieltag im neuen Jahr, werde ich quasi spielen und werde dann ja die Spielergebnisse, bevor natürlich die richtigen Spiele stattgefunden haben, die Spielergebnisse dagegen halten. Also was habe ich gespielt und dann die Woche drauf zu gucken, wie war es denn tatsächlich. Daraus ergibt sich dann eine eigene Tabelle, die aus meinen Spielen entstanden ist und eine Tabelle, die natürlich dann in der Realität da ist. Das Ganze werde ich, wie gesagt, in Form einer TV-Sendung machen wollen. Es werden also überwiegend die Ergebnisse meiner Spiele zu sehen sein und ich suche mir immer ein Topspiel, also mein Topspiel der Woche raus, das es dann quasi live zu sehen gibt mit den Kommentatoren von FIFA 21. Und ja, zudem werde ich das natürlich ein bisschen würzen mit Transfer-News oder auch ja, Liga-News, also ne, Trainerwechsel, aktuell gerade wieder auf Schalke, Hüb Stevens ist es gerade wieder dran. Solche Sachen würde ich dann in diese TV-Sendung mit reinbringen wollen. Also, ich werde meine Spiele mit den Spielen der Realität vergleichen. Ich werde die Tabelle entsprechend vergleichen. Das Ganze, wie gesagt, mit ein paar News dazu. Und das Ganze soll dann immer am Freitag, beziehungsweise besser gesagt, einen Tag vor dem eigentlichen Spieltag rauskommen, sodass man dann das auch wirklich dann vergleichen kann mit dem, wie wirklich gespielt worden ist. Das Ganze werde ich natürlich ein wenig vorproduzieren müssen. Das heißt, ich werde nicht tagesaktuell sein können. Aber ich glaube, das ist auch kein Problem, denn das soll ja auch kein tagesaktueller Sender sein sozusagen. Also das soll ein bisschen Spaß an der Freude sein. Und ich werde dann einfach mir auch eine Punktetabelle geben, ähnlich wie bei Kicktipp. Ihr kennt das sicherlich. Für das Ergebnis gibt es dann 4 Punkte, wenn man es richtig getroffen hat, für die Tendenz 3 Punkte. Und so vergleiche ich dann meine Spiele einfach mit dem Original. Also ich spiele den aktuellen Spieltag in FIFA vor. Ich werde dann aber in FIFA bei den Teams keine Änderungen an der Taktik oder keine Änderungen an der Aufstellung nehmen. Ich werde das so nehmen, wie das dann in FIFA quasi mit der Standardaufstellung vorgegeben ist. Ich werde auch keine Verletzungen dort berücksichtigen, solche Sachen nicht. Und für welches Team ich spiele, werde ich vorher auswürfeln. Das heißt, ungerade Zahl ist das Heimteam und die gerade Zahl das Auswärtsteam. Ihr werdet dann auch immer sehen können, für wen ich gespielt habe, sodass man das dann auch ein bisschen nachverfolgen kann. Ich werde auf dem Level Weltklasse spielen. Mehr ist leider nicht drin. So gut bin ich dann doch nicht. Und das Ganze nennt sich dann Toffi zockt die Liga. Und ich hoffe, ihr habt dann vielleicht Spaß an diesem Format und seid einfach dabei. Ja, bitte nicht enttäuscht sein, dass ich hier den Player Career Mode beende. Es wird halt, wie gesagt, dieses neue Format geben. Toffi zockt die Liga. Und ja, vielleicht habt ihr einfach Spaß an dem Format. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen. Abo, freue ich mich auch drüber. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas.